Das war's. Ja. War jetzt nicht ganz so wie geplant, aber... Das Ergebnis zählt ja, dass wir hier heile durchgekommen sind. Ich weiß den Code leider nicht. Sehr nicht, wie hängt sich denn sowas im Laden?
mir einfach vom Leib. Das war jetzt eigentlich auch nicht so geplant. Aber hier gibt es noch nicht mal was zu holen. Doch. Rohrbomben oder einen Schalldämpfer bauen. Oh Gott. Hm. Bo. Janbo. Bibo. Naja. Bo. Es tut mir leid, dass ich nicht hier war, als du zurückgekommen bist. Hier muss es aussehen, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Irgendjemand muss die Petra einen Tipp über unser kleines Rationsoperation gegeben haben. Ich wette, es war Yao, die Ratte. Ich konnte ein bisschen was von so einem Zeug verstecken, aber ich fürchte, unsere Geschäftspartner werden nicht erfreut darüber sein, dass ihre Lieferung weg ist. Ich habe ein paar Vorräte in den Safe gelegt. Kombination ist 689-689. Triff mich in unseren Versteck. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns hier rausziehen. Alles klar. Gott. Der Tresor hier. Oder war der hier? Der war auch hier, ne? Sechs, acht, neun, sechs, acht, neun. Okay.
Hallo? Sechs, acht. Sechs, acht, neun. Sechs. Acht Normen. Sehr schön. Oh, oh. Wir haben wieder 65 Atem anzuhalten. Impuls. Nachdem du einen Gegner mit einem Schlag getötet hast, ist innerhalb eines kurzen Zeitfensters dein nächster Nahkampfangriff ebenfalls ein Schlag. Probieren wir mal aus. Nahkampfangriff ist eigentlich immer ganz praktisch. Okay, jetzt noch lang. Okay, da geht es runter. Das sieht so spooky aus mit dem Ding hier. Ist wohl schon eine Weile hier. Eine Prophetin, gewähre den Ältesten die Wahrheit, die sie suchen, um uns zum Sieg gegen die Wolves zu führen. Vergib meiner Schwäche, aber meine Zeit ist knapp. Bete, dass ich es bis zum Märtyrertor schaffe. Nee. Märtyrertor, was lese ich denn da? Doch, Märtyrer, oder? Naja, um dir das zu bringen. Bitte behüte mein Kind, mach ihn glücklich, pass auf ihn auf. Es sind so viele gestorben, seit die Wolves den Waffenstillstand gebrochen haben. Ich bete, dass meine Familie den Lohn unseres Opfers erleben darf. Um die Familie zu schützen, sollte man besser keinem Totenkult beitreten. Kann man bestimmt auf der anderen Seite weiterlesen, oder? Ja, tatsächlich. Die Welt ist nicht im Gleichgewicht, doch habe ich meinen Teil getan, um das zu ändern. Du hast mich durch den Sturm geführt. Jetzt muss ich ruhen. Möge der Strom ruhig sein. Mögest du mich heimführen. Arschloch.
Okay, Abby haut auf jeden Fall richtig gut zu. Oh. Warrior. Ja. Sehr schön. Ich nehme erstmal das hier mit. Wie ich schon sagte, ein bisschen looten lohnt sich immer. Stillstand wurde gebrochen, aber ihr kommt zurück. Was ist das denn? Meine Prophetin, bitte gewähre mir. Könntest du, vielleicht ist es unmöglich, worum ich zu bitten möchte, aber ich muss dich bitten, segne die Wolves mit deiner Erkenntnis, deiner Weisheit, deiner Liebe, auf dass sie ihren selbstsüchtigen Wegen abschwören und ihre Waffen niederlegen. Mögest du Frieden in die Welt bringen. Ihr wollt Frieden? Kein Thema. Bleibt auf eurer Insel. Da wieder irgendwas gehört. Xam, Cam. Cam, Xam. Ich nenne es einfach mal Cam. Danke für deine Nachricht. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Ich bewache ich immer noch die Ska-Prophetin. Ich habe dir das noch nicht erzählt, aber bei meiner letzten Schicht habe ich mit ihr geredet. Ich habe sie gefragt, warum sie das macht, warum sie ihren Leuten nicht einfach sagt, dass sie die Waffen niederlegen sollen. Sie fing dann mit dem üblichen Ska-Mist an, dass wir zurück zur Natur müssen und dass wir uns zu sehr auf Maschinen verlassen und so weiter. Aber dann hat sie gesagt, dass sie keinen Krieg will und dass der Tag des Ausbruchs ein Weckruf war, aber nicht alle aufgewacht sind oder so ähnlich. Es wurde gerade interessant, als der blöde Levis reinkam und mich angemacht hat, weil ich mit ihr geredet habe, aber als er sie angeschrien hat, hat sie ihm nur angelächelt, sogar als man sie in einer anderen Zelle gebracht hat und die anderen Wachen sie beschimpften und herumgeschubst haben. Hat sie nur ganz ruhig gelächelt. Es war unheimlich. Alle sagen, dass sie verrückt ist, aber ich sag dir was. Seit ich mit ihr gesprochen habe, verstehe ich, was sie meint.
Verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, dass ihre Anhänger total durchgeknallt sind. Aber sie hat etwas an sich, das einen packt. Ich habe gehört, dass man sie jetzt an einem sicheren Ort bringen will. Wir sehen uns zu Hause. Sei vorsichtig, Sully. Isaac. Fuck. Durch dich wurde eine Verrückte zur Märtyrerin. Na, okay. Ah, okay, warte mal. Warte mal, warte mal. Oh, ich bin tatsächlich mal voll. Den Weg zum Märtyrertor. Warst du wirklich noch nie weiter von Haven weg? Ja, ich war ein Jahr in den Wachtürmen. Und die Ältesten fanden, ich sei bereit. Und jetzt, wo du hier bist? Was meinst du? Das gesamte Gebiet, jedes Gebäude. Jemand ist uns entwischt.
keine Spur von ihr. Lass sie nicht entwischen. Wollte zu dem Gebäude da! Na los, komm her. Ah, da oben ist der. Scheiße. Ah.
her. Bye bye. Okay. Muss einen Weg durch dieses Gebäude geben. Hätte man auch eleganter lösen können, aber hey, es hat funktioniert. Die Munition ist voll. Dann wahrscheinlich einmal hier hoch. Check. Wusstest du überhaupt, was du da anrichtest? Was ist das hier? War klar, direkt in ein Ska-Lager gerannt.
Stabilität. Die Pumpkin können wir erstmal so lassen. Das Magazin ist nicht schlecht. Tabelle. Wenn bei den Seraphiten ein Kind zur Welt kommt, ist es zuerst wie eine leere Schiffertafel, reines Potenzial. Du hast dieses Potenzial mehr als erfüllt und alle meine Erwartungen betroffen. Bitte entschuldige, dass ich bei deinem Initiationsritus nicht dabei war. Ich weiß noch, wie mein Vater damals das Brennen auf meinen Wagen mit eingeweichten Eukalyptusblättern gelindert hat. Du wirst den Schmerz vergessen, aber die Narben werden dich immer an die Weisheit unserer Prophetin erinnern. Wir sind unvollkommene Kreaturen, also machen wir uns in ihren Augen unvollkommen. Möge sie dich durch den Sturm deines Lebens führen. Mögst du immer deine wahre Stärke finden. Ich bin sehr stolz auf dich, dein Vater, Ezra. Wie nett. Auf echt schräge Art. Speichern. Jo.